Erschreckend, was man beim Quappenbesatz falsch machen kann. In diesem Video wird euch alles erklärt, wie ihr Fehler vermeiden könnt und euren Bestand mit Sicherheit erhöht. Hallo und herzlich willkommen! Kein anderer Fisch hat gerade so ein Trendpotenzial wie unsere Quappe. Es gibt tatsächlich ganz, ganz viele Angelvereine, Verbände und auch ihr als Naturschützer, die sich sicherlich die Frage gestellt haben, hey, sollen wir in unseren Gewässern Quappen besetzen? Sollen wir was für den Artenschutz tun? Sollen wir unsere Gewässer lebhafter machen und die Art vor allem vor ihrem Aussterben bewahren? Alles richtig, alles gute Ansätze, aber man kann bei der Quappe auch ziemlich viel falsch machen. So, gehen wir einmal ganz grob nochmal zurück und schauen uns mal an, wie ist das ganze Projekt entstanden. Nur ganz kurz, ganz knapp. Also, die Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz, ABU in Soest, der Landesfischereiverband Westfalen und Lippe und der Ruhrverband, die haben zusammen so ungefähr im Jahr 2009 die ersten Elektrobefischungen an verschiedenen Standorten durchgeführt, um Quappen zu finden. Dann wurden die natürlich untersucht auf Länge, Gewicht, Gesundheitszustand und wurden in Teichhaltung überführt. So, warum hat man das getan? Man will die Quappe vor dem Aussterben bewahren. Ist auch richtig und wichtig. Denn sie gab es genetisch gesehen tatsächlich nur noch an sehr, sehr wenigen Standorten. Und man möchte natürlich, wenn man so ein Aufzuchtprojekt startet, die genetische Art haben, die auch bei uns vorgekommen ist. Und jetzt wird es wichtig, deshalb gut zuhören. In den letzten Jahrzehnten sind allerdings auch schon Quappen besetzt worden von Angelvereinen, die nicht aus unserem Rheineinzugsgebiet stammen. Das heißt, diese Quappen kamen von irgendwoher, aber nicht aus unserem Urstamm. So, erstes Problem. Besetze ich Fische aus einem Stamm, der nicht von hier ist, muss ich natürlich damit rechnen, dass es entweder Totaleinbußen gibt, also die Quappenart kann sich hier gar nicht erst etablieren, oder ich muss damit rechnen, dass sie vielleicht zu dominant ist, sich zu stark durchsetzt, im Ökosystem Probleme bereitet. Also da gibt es tatsächlich viele Möglichkeiten, die Probleme machen. Und ja, ich habe mal versucht für euch zu recherchieren, wo kommen die ursprünglichen Quappenbesatzfische her. Da sind also Fische aufgetaucht in der Wupper, da sind Fische aufgetaucht in der Ruhr mit H, da sind aber auch Fische aufgetaucht in Baggerseen, ja, am Niederrhein. Und man kann nicht ganz nachvollziehen und nachverfolgen, wo die Fische herkamen, aber es gibt tatsächlich einige genetische Untersuchungen. Und da hat man schon festgestellt, okay, die sind auf jeden Fall nicht aus dem Rhein-Einzugsgebiet. Die können zum Beispiel aus Schweden kommen, die können aus Norddeutschland, aus Ostdeutschland kommen, die können aus dem Oderstamm kommen oder die können sogar aus dem Bodenseestamm kommen. Wenn ihr mal guckt in die Liste von Fischereibetrieben, die Quappen nachziehen und auch als Besatzfische anbieten, dann findet ihr tatsächlich Quappen, die von überall herkommen. Und es wird wirklich aufdringlich davor gewarnt, diese Quappen in nordrhein-westfälische Population einzubringen, weil damit könnt ihr nicht nur die ganze Arbeit der Verbände zerstören, sondern ihr könnt noch dazu beitragen, dass die Quappe dann wirklich zusammenbricht. Ich möchte euch aus einer Situation berichten, da sind in der Ruhr Quappen besetzt worden von Angelvereinen und die haben es tatsächlich überhaupt gar nicht geschafft. Also es wäre auch rausgeschmissenes Geld. Das Projekt mit den Lippequappen, das ist nicht nur super, sondern genetisch gesehen scheint die Art sich auch bei uns in den Flüssen sehr, sehr gut zu etablieren. Also nicht nur, dass die Jungaufzucht sehr gut gelingt, sondern die Quappe selbst scheint sich auch sehr gut zu halten. Es gibt also Belege auch für Reproduktion und die Belege kann ich auch hier liefern. Ich habe also im Rahmen meiner Elektrobefischungsuntersuchungen auch Belege führen können, dass in bestimmten Ruhrabschnitten
in dem nicht besetzt worden ist, die Quappe auch reproduziert. Es lohnt sich also, wenn ihr aus NRW kommt und ihr möchtet in Nordrhein-Westfalen Quappen besetzen, dann nutzt bitte die Arten, die auch genetisch aus NRW kommen. Wenn ihr nicht aus Nordrhein-Westfalen kommt, dann sprecht unbedingt vor dem Besatz mit euren Landesverbänden, welche genetische Population ihr in euren Bestand etablieren dürft. Besatztipp Nummer 2. Quappen brauchen kühles, kaltes, sauerstoffreiches Wasser. Und es ist nicht zwingend notwendig, dass im Sommer auch eine Kühle eingehalten wird, denn die Quappe kann von ihren Fettreserven in der Leber zehren, aber 4 bis 18 Grad sind ideal. Das heißt, wenn euer Gewässer in diesen Temperaturschichtungen liegen, dann seid ihr schon mal sehr gut dabei. Es gibt Quappenstämme, die tatsächlich auch wärmeres Wasser vertragen können. Quappen an sich können in den Wärmeperioden sehr gut von den Fettreserven der Leber zehren. Allerdings braucht die Quappe im Durchschnitt wirklich kühles Wasser. Wenn ihr also ein sehr warmer, sommerwarmes, sehr lang anhaltendes warmes Gewässer seid, dann seht davon ab, Quappen zu besetzen, dann macht es wahrscheinlich keinen Sinn. Besatztipp Nummer 3. Quappen brauchen Auen. Wenn eure Gewässer Auen haben oder wenn sie in der Wasserrahmenrichtlinie sowieso in den nächsten Jahren verbessert werden durch Renaturierungsmaßnahmen, dann würde sich ein Besatz mit Quappen lohnen, weil in den Auen entstehen halt wärmere Regionen, die unglaublich wichtig sind für die Brut. Die Quappenbrut frisst nämlich Wasserflöhe und es macht wirklich nicht oder gar keinen Sinn, Quappen zu besetzen und auf Reproduktion zu hoffen, wenn die Jungquappen überhaupt keine Chance haben, sich zu ernähren. Und das können die in flache Auen, Seitengewässern sehr, sehr gut. Dort fangen die Wasserflöhe, kleine Hüpferlinge, kleine Krebschen. Und das ist wichtig, um die Reproduktion der Quappe auch als stabile Population im Gewässer zu sichern. Besatztipp Nummer 4. Das Grundel-Aal-Stichling-Problem. Wenn ihr junge Quappen als Besatzfische einsetzen wollt, dann müsst ihr euch im Klaren darüber sein, dass sie von großen und kleinen Prädatoren wie Stichlinge, Aale und vor allem Grundeln auch aktiv bejagt und gefressen werden. Jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, was man tun kann. Ihr könnt die Quappen vorstrecken. Wenn ihr die Möglichkeit habt, eigene kleine Gewässer, die sauerstoffreich sind, die vielleicht in Schatten liegen, die einen Bachlauf haben, nutzen könnt, um die Quappen als Brütlinge vorzustrecken, um sie dann zum Beispiel im Herbst größer zu besetzen, dann habt ihr natürlich viel mehr Vorteile, denn dann können die den anderen Prädatoren viel schneller entkommen und werden hinterher sogar selber zum Prädator und bejagen zum Beispiel auch Grundeln, was natürlich sehr effektiv ist. So, wenn ihr das nicht habt, dann bitte ich euch, nicht einfach nur zu sagen, ja gut, wir probieren das jetzt ein, zwei Jahre und hören damit auf. Nein, ihr müsst stetig am Ball bleiben und so lange besetzen, bis ihr erste Erfolge merkt. Es bringt also nichts, die Quappenbrut einfach nur so zwei, drei Jahre auszuprobieren, sondern tatsächlich langfristig in die Besatzplanung mit einbauen, damit ihr Erfolg in eurem Gewässer habt. Besatztipp Nummer 5. Ja, wenn es euch lieb ist, dann setzt eure Quappen nicht in der Nähe von Wasserkraftanlagen. Besetzt sie aber auch nicht da, wo ihr eure Aale besetzt, sondern sucht euch Orte aus, wo zum Beispiel ein reicher Bestand an Wasserflöhen herrscht. Das können flache Uferpartien sein, das können Wurzelwerk sein, das können Wasserpflanzenstellen sein. Also da, wo wirklich viel Nahrung geboten wird, da können die Jungquappen sehr schnell wachsen. Am liebsten natürlich nicht da, wo Prädatoren sind, da, wo ihr Waller habt, da, wo ihr Aale habt, da, wo der Kormoran jagt, wo er die Quappen sehr leicht bekommen könnte, da gehören sie nicht hin. Nein, im Gegenteil, sucht euch flache Wasserabschnitte aus, die sich schnell erwärmen, wo die Brut schnell wachsen kann, viel Nahrung frisst, Bacheinläufe, Wasserpflanzen durchzogene Stellen, wo sie Schutz finden. Dort kann die Quappenbrut wirklich eine gute Population bilden und ihr kommt schneller zu eurem Ziel. Ja, Nutzung
Der Quappe ist tatsächlich möglich. Artenschutz durch Nutzung ist gar nicht erst neu, das gibt es schon länger und ist besonders bei der Quappe sehr interessant, denn wenn ihr bei der Besatzung von Quappen mitmacht, wenn ihr euch für den Artenschutz interessiert, dann dürft ihr die Quappe auch nutzen. Sprecht da wirklich mit euren Landesverbänden, die werden euch gute Möglichkeiten geben und euch zeigen, wie man es richtig macht. Ja, wenn ihr euch die Mühe macht, dann werdet ihr belohnt sein. In unseren Gewässern kann man tatsächlich schon die ersten Quappen fangen. Sie unterliegen natürlich noch einer Schonzeit, aber wer bei dem Besatz mitmacht, wer über die Landesverbände informiert ist, der darf diese Quappen auch zur Verwertung nutzen. Ja, und ich habe auch meine ersten Quappen gefangen und muss wirklich sagen, ich liebe sie. Ich würde mir nicht so viel Mühe machen mit diesem Video, wenn ich euch, wenn es sich nicht lohnen würde auf gut Deutsch. Wenn euch mein Kanal gefällt, dann abonniert ihn doch bitte, aktiviert die Glocke, schenkt mir einen Daumen hoch, teilt ihn mit euren Freunden, ich würde mich freuen. War ziemlich viel Aufwand, viel Arbeit, aber ich habe es gerne gemacht für euch und ich unterstütze euch sehr gerne. Ich arbeite für den Landesverband Westfälischer Angelfischer. Mein Name ist Martin Maschka, ich bin Elektrofischer, Gewässerwarte und interessiere mich wirklich sehr, sehr viel für Fische und für den Artenschutz. Bin gerne euer Ansprechpartner, wenn ihr Informationen oder Tipps braucht. Also bis denne, euer Martin Maschka.